So, herzlich willkommen im nächsten Video hier bei Gartenschlau. Ist allerdings nicht ganz so feige, wie es hier steht. Ja, also feigenhof.de für den Garten nicht zu feige. Oder nicht zu feige für den Garten ist ja das Motto. Und schaut euch das mal hier an. Ihr wisst, oder beziehungsweise wir machen das anders. Wir machen ein Ratespiel für die, die schon am längsten auf dem Kanal unterwegs sind. Was ist das für eine Pflanze? Der Hintergrund zu dieser Pflanze ist ein bisschen crazy, weil eigentlich dürfte die Pflanze nicht so winterhart sein, wie sie sich hier anstellt. Ihr seht, die ist jetzt gerade am Blühen und ich habe die letztes Jahr, das habe ich euch auch in einem Video gezeigt, einfach ein paar Früchte hier in den Topf reingerieben sozusagen, weil da sind ja sehr viele Samen in den Früchten drin und dann ist es ausgetrieben. Ihr seht, wie viele Pflanzen da ursprünglich waren, die hier ausgetrieben sind. Und es haben drei Pflanzen geschafft. Der Topf stand den ganzen Winter hier draußen. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, dass es eine Zwergtamarillo ist, dann wisst ihr das jetzt nämlich. Ich hoffe, ihr habt es aber vorher schon in die Kommentare geschrieben. Und die Pflanze ist so krass winterhart, hätte ich nicht erwartet. Zumindest das Saatgut ist winterhart. Aber ich vermute die Pflanze auch. Denn, oder zumindest ein Teil der Pflanzen. Ich habe ja diese ganzen einzelnen Triebe rausgenommen. Der Topf stand so den ganzen Winter draußen. Die Triebe im Jahr davor waren gerade mal so groß wie diese zwei kleinen Pflänzchen. Und so standen die draußen. Und ich habe ihn vergessen und ich habe dann gedacht, ja komm, lass es einfach mal weiter wachsen. Irgendwann fingen die an auszutreiben. Relativ verzögert. Aber die haben ausgetrieben. Und das Spannende bei der ganzen Sache war, zwar nicht alle, aber ein Teil ist hier auf jeden Fall ausgetrieben und ist jetzt aktuell am Blühen. Und wer weiß, von wem ich diesen Zwergtamarillo habe und auch so eine will, der muss einfach bei BLU nachschauen. Das war jetzt so das Update zur BLU Zwergtamarillo, denn das ist aus den Original-BLU-Pflanzen entstanden. Und mit denen hatte ich ja das Thema Zwergtamarillo angefangen. So, jetzt kommen wir zum anderen Thema, eigentlich mehr ein bisschen Feigenhof-Thema. Schaut mal, die Maulbeere hier bringt noch Früchte. Die hat jetzt vor kurzem geblüht, vor uns im Urlaub hat sie angefangen zu blühen. Jetzt sind die ersten Früchte dran. Das hier ist die Morus Red Number 2. Eine sehr fleißige Sorte. Die andere Morus, die hier steht, die Mojo Berry, die hat hier unten sogar auch eine Frucht. So, jetzt gucken wir noch mal weiter. So, das ist ja spannend. Sogar die Mutterpflanze der Tamarisken, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, die Stecklinge, ist am Blühen. Das ist Tamariskenwetter. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte in dem Video, außer dem Unkraut, was hier wächst, muss ich am Montag Unkraut jäten. Ist hier meine ausgepflanzte Albizia julibrissum. Das ist die Pflanze, die definitiv draußen steht, 100% ausgepflanzt ist und jetzt schon dann den zweiten Winter draußen überstehen wird. Und ihr seht, wie groß sie geworden ist. Die hat jetzt hier sogar einen Seitentrieb gebildet. Haben wir noch mal gleich einen besseren Blick auf das Unkraut. Das ist echt irre, da muss ich mir noch was ausdenken. Aber Gärten mit Unkraut sind die besten Freunde der Wildbienen und die besten Freunde von überhaupt allem Insektengedöns. Und das ist wichtig für den Planeten. So, und jetzt schaut euch die an. Die ist jetzt natürlich auch in Herbststimmung, die Albizia julibrissum. Und ich bin gespannt, wenn die das erste Mal blüht. So, jetzt machen wir einen Schwenker über die Feigen zur Banane. Hier ist natürlich auch das Unkraut extrem zugange. Da muss ich mich durchkämpfen. Aber ihr seht, meine Musa Basio Banane ist einmal beliebt beim Unkraut, dass man da hochklettern kann. Ich brauche einfach mehr Zeit für den Garten, merke ich gerade. So, diese Ackerwinde, das ist echt heftig. Aber auch die Brennnesseln sind nicht viel harmloser. So, jetzt sehen wir die Musa Basio Banane, die ist noch voll am Wachsen. Und hätte es vor ein paar Tagen wirklich so krass Frost gegeben, wie es hieß, dann hätte man das an den Blättern gesehen. Das heißt, so krass konnte es nicht gewesen sein. Sie wächst noch. Ich bin mal gespannt, wie lange die Tage noch einigermaßen gut sind, dass sie entsprechend weiter wachsen kann. Und ja, so, dann haben wir hier noch meinen Kaki-Baum, der auch sehr beliebt ist scheinbar bei der Ackerwinde.
Aber nächstes Jahr ist das so groß, dass die Ackerwinde sich echt anstrengen müsste. Ich bin gespannt, ob er nächstes Jahr dann blühen wird, ob die erste Kaki dann entstehen wird. Denn das ist eine sehr, sehr spannende Kaki-Sorte. Ja, haben wir noch was? Oh ja, ich sehe es da hinten. Schaut mal. Ich denke, das wird bei euch auch so sein, dass jetzt überall immer noch die Himbeeren am Wachsen sind und reifen sind. Und die sind nach wie vor so lecker, dass es wirklich eine ganz tolle Sache ist, dass man jetzt immer noch Himbeeren ernten kann. Ja. Und das war der Blick von den anderen Pflanzen im Garten, wo ich noch viel zu tun habe, auf jeden Fall. Tja, und die Banane. Gibt es hier sonst noch was? Nö, die anderen Pflanzen, die mache ich später. Ich kümmere mich jetzt mal geistig zumindest schon mal um das Thema Unkraut. Und wenn ihr weitere Fragen habt beim Thema Unkraut, schreibt es gerne in die Brennnesseln. Bis zum nächsten Video und tschüss.